Moin. Heute bauen wir einen neuen Servo ein in den Praxas Max. Dazu braucht ihr natürlich erstmal einen Servo. Ich habe den von Kevin Tabloid als Empfehlung bekommen. Versuche ich mal. Kostet um die 35 Euro, 32 Euro. Und ihr braucht noch den Adapter, weil der Max einen großen Servo hat und dafür braucht ihr diesen Adapter. Die Nummer habe ich jetzt nicht mehr, die Teilnummer, aber könnt ihr googeln. Also ein Servo-Adapter. Geht in den Max und den X-Max. Dafür müsst ihr erstmal die vier Schrauben hier, einmal hier, hier und hier und hier die Schraube abnehmen. Das mache ich jetzt. Wenn ihr die vier Schrauben abgeschraubt habt, dann müsst ihr den Servo hier lösen. Der hat, glaube ich, drei Schrauben und das Servohorn. Ja, und ihr müsst auch natürlich die Empfängerbox aufmachen. Kommt da jetzt gar nicht ran. Ich hoffe, ihr seht die. Hier ist sie. Alten Servo rausbauen. Hier ist er. Und dann müsst ihr diesen Adapter hier reinbauen, wo der alte Servo war. Also wieder die vier Schrauben hier rein und dann kommt der größte neue Servo. Ach, hier ist er. Und dann kommt der neue Servo rein. Tja, so sieht es dann ungefähr aus. Hier müsst ihr ein bisschen schleifen. Also Jungs, ein kleiner Feedback, ich müsste hier schneiden, damit das hier nicht hängt, dieses Teil, weil ich ein anderes Servohorn montieren muss. Aber die Servo, die ist extrem schnell, also die ist viel schneller als die Original-Servo. Also hat sich bis jetzt auf jeden Fall gelohnt. Ich bin noch nicht gefahren, aber ich sehe, wie er hier viel besser sich bewegt. Hier mal ein Vergleich, wie groß der Original Servo ist und wie groß der kleine ist. Auf jeden Fall viel besser.